Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tag im Medieval Trader Simulator. Neuer Tag, neues Glück. Wir holen gleich unseren Wagen und ab geht die Luzi. Der Fisch dürfte doch bestimmt schon verdorben sein. Die kennen wohl keine Fischvergiftung. Nee, der ist doch, wie sagt man denn? Präpariert, Heikatla. Der ist präpariert. Da passiert gar nichts. So, dann $382. Los geht's. Jetzt haben wir aber ganz viel Zeit zu shoppen, Leute. Ist unser Wagen dabei? Ja. Was das Spiel ist wie mein Leben. Oh Gott, das hört sich aber... Hört sich das gut oder schlecht an, 13? Und hallo und herzlich willkommen an dich. Na gut, so ist halt auch das Leben, ne? Man steht auf, um wieder zu schlafen. Wie oft ist es am Tag, dass du einfach... Du könntest gerade in die Hände schnipsen und schon ist der Tag vorbei. Du bist gerade erst aufgestanden, schon könntest du wieder schlafen, ne? Matze, Moin und Mahlzeit an dich. Hallöchen, schön, dass du da bist. Und wenn es mit dem Knaben Spaß macht? Was? Da gab es im antiken Rom und bei den wohlgebildeten Griechen schon. Da wurde genommen, was nicht schnell genug weggelaufen ist. Ja, früher war das alles noch selbstverständlich. Oh Gott, es hört sich so schlimm an. Huh. Ja, schlimme Zeit, ne? Kann man sich gar nicht vor... Ist eigentlich gar nicht mal so lange her, ne? Irgendwann gibt es auch noch fliegende Autos und dann haben wir wieder das Thema wie von gestern. Die ganzen Filme, Minority Report und iRobot und wie viel sich davon jetzt schon bewahrheitet hat, wie viel wir jetzt schon in dieser Zeit haben, ne? Von dem Zeug. Von diesem Zukunftszeug. Hab gar nicht gedacht, dass ich nach der Booster-Impfung fit wie ein Turnschuh bin. Ja, Matze, das ging mir auch so. Wann hast du, heute oder gestern? So. Und weiter geht es. Melonen. Oh, die sind aber teuer. Nee, nee, wir nehmen hier. Wir nehmen hier mal dieses. Das ist kein, wie sagt man, was ist das? Das ist kein Salat, oder? Nee, das ist, wie sagt man denn? Ach, ich komme nicht drauf. Ihr sagt es mir bestimmt gleich, was es ist. So, Garlic nehmen wir diesmal auch wieder mit. Garlic möchte ich diesmal haben. Kohlkopf, ja, richtig. Kohlkopf. Ein Kohl. Wirsing könnte es auch sein, ja. Wirsing. Ich weiß jetzt nicht die genaue Übersetzung. Dran steht Cabbage. Weiß nicht, was Cabbage heißt. Was haben wir gerade eingekauft? Warte mal kurz. Tomaten, ne? Damit machen wir jetzt erstmal unser Geschäft. Ich glaube, wir könnten noch mal alles einkaufen, oder? In 6 Jahren soll der erste Mensch auf dem Mars landen. Bin total gehypt. Nun weiß ich, wie sich damals die Menschheit bei der Mondlandung gefühlt haben muss. Ne? Mal gucken, wo wir hinkommen. Ne? Das sind Grafikbugfliegende Autos. Ich bin auch gespannt. Oh ja, Baguette. Mal gucken, ob wir es doppelt stapeln können, Leute. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ansonsten haben wir ein Problem. Dass man noch eine Kiste hochstapelt. Oh, es ist alles im Angebot. Oh, es ist so gemein. Ich will das doch alles mitnehmen. Bitte sag, dass es klappt. Haben wir den schon? Ja, ne? Ne, den haben wir noch nicht. Doch, den haben wir mitgenommen. So, Cooking Oil ist aber diesmal nicht im Angebot.
Olivenöl ist diesmal im Angebot. Dann nehme ich doch noch Olivenöl mit. Oh, bitte drückt mir jetzt die Daumen, dass das hier funktioniert, was wir hier vorhaben. Hallo Gastaccount, servus, das ist Kohl. Okay, herzlich willkommen, hallöchen. Kohl, na siehste. Gestern hattest du. Ich habe auch die ersten 24 Stunden nichts gemerkt, Matze. Und dann kam das alles erst. Ich glaube, das funktioniert, was wir vorhaben, ja. Ich habe erst nach 24 Stunden wurde mir kalt. Eier, wir brauchen Eier bald, Rahm, genau. Hashtag Raute. Kohlsuppe war Grundnahrungsmittel, dann ist es Kohl, ja. Ja. Ich behaupte, dass früher ein Marsmensch bei uns landet, als dass wir einen auf den Mars schicken. Loot, Baby, Loot, jemand bald rum. Nee, wer weiß, wie das alles noch vor sich geht mit irgendwann mal vielleicht auch auf einem anderen Planeten leben, ne? Das wollen ja die Menschen die ganze Zeit schon. Juhu. Was, bald braucht deine Schubkarre eine Schubkarre? Eine Anhängerkupplung, ja, das wäre geil. Ich wünschte, man könnte dann sich noch irgendwie vergrößern. Ladungssicherung. Hallo Svirli, auch herzlich willkommen im Chat. Ich bin aus Hessen. Da ist ein bisschen Hesse-Gebabbel mit drin, wenn ich hier babbel. Deswegen. Oh je, jetzt muss ich auch noch Walisch babbeln, Matze. Du machst Sachen mit mir. Also gut. Baldram, Prost. Klong. Und Brain LP, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Das sage ich mal nicht, auf alles. Ei, gute Wieswilia, bist du auch aus Hesse? Bist du auch aus Hesse? Die Raketen werden hauptsächlich mit Wasserstoff betrieben. Ah. Oh wow, da weißt du aber ganz schön viel, Veninarius. Ja? Hab mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Es ist ja auch irgendwie, man muss auch wirklich sagen, sehr unwirklich, ne? Die ganze Geschichte. Muss man auch klar, ganz klar und deutlich sagen. Ich meine, für uns Normalos, wir kommen sowieso nicht auf irgendeinen anderen Planeten. Ach so, wir kommen auch nicht auf einem anderen Planeten. Irgendwann werde ich eingeliefert. Wo genau? Frankfurt-Offenbach, da die Richtung, Svelia. Wo kommst du her? Das Geschwätz kommt mir bekannt vor. IG Fott? Frankfurt-Darmstadt, Offenbach. Was, im Mittelalter hätten die jetzt gesagt, verbrennt die Hexe. Und Gastaccount, Prost! Klong! Ich muss noch mal ein Teechen trinken hier. Mahlzeit Square, servus. Den Raketenstart, den habe ich auch noch gar nicht geguckt. Kann man sich ja auch mal geben, ne? Boah, das ganze Brot ist leer, Leute. Stimmt, den könnte man sich ja mal geben. Das kannst du wieder stacken, Karl-Heinz. Du weißt auch nie, was du willst, ne? Darmstädter Mete. Ei, super, Svelia. Ja, super. Schön, Darmstadt. Hier, wenn ich in Darmstadt bin, gell, Svelia, ich verfahr mich immer. Darmstadt ist für mich das Schlimmste. Kannst du nicht sagen, warum? In Darmstadt verfahr ich mich immer. Ganz schlimm. Kannst du nicht sagen, warum? Offenbach, Frankfurt ist für mich irgendwie einfacher als Darmstadt. Ich kann es dir nicht sagen. Darmstadt.
Und da übrigens Darmstadt, Leute, weil ihr da immer lacht über den Ort. Aber in Darmstadt gibt es den Ort Wixenhausen. Da ist das. Komm aus der Nähe aus Marburg. Eissuppe! Eissuppe, krass, klasse hier. Nee, wir wohnen gar nicht weit auseinander, Funny Player. Ja. So ist es und so bleibt's. In enge Hose reibt's. So. Wie bitte, wenn du auf den Mars möchtest, musst du nur knapp 300.000 berappen? 300.000 ist aber ein One-Way-Ticket und alle 2 Jahre werden maximal 2.000 Leute rübergeschickt. So ist der Plan aktuell. Also so, die bauen jetzt schon eine Station dort oder was? Damit du dann dort für 2 Jahre leben kannst, wie in so einem Hotel, Urlaub. Und in 2 Jahren wirst du wieder abgeholt oder was? Für 300.000 Euro. All inclusive. Rechnet mal aus, Leute, das ist günstig. Fahrt mal für 2 Jahre all inclusive weg. Das ist günstig. Darmstadt ist ein Dreckskaff. Ach, das sagst du aus Darmstadt. Bist du nicht gebürtig aus Darmstadt oder was? Ist doch nicht alles ein Dreckskaff. Gibt doch auch schöne Ortschaften. Vor allem hier ist doch schön hier die A5. A5 und dann hier schön ins Loop, weißt du, schön shoppen. Bin ich auch oft. An der Badisch Grenz. Eissuppe. Neustadt. Ey, 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 ey. Schubs mich nicht. Ein Nachbarort hier heißt Tittenkofen. Nicht, oder Tittenkoffen oder so, ne? Heißt es Tittenkofen oder Tittenkoffen? Ach du heiliger Strohsack. Ist halt die Frage, wie es WLAN auf dem Mars ist. Das wäre doch mal was. Wir 2 Jahre vom Mars aus streamen. Stimmt, das Kikeriki-Theater ist schön, ja. Ach, aus Pfungstadt. Ja, in Pfungstadt war ich selbst noch gar nicht, Svelia. Ich sag immer, es findet alles in Darmstadt. One-Way-Ticket ohne Rückflug. Ach, ohne Rückflug. Ich dachte, na doch, für 2 Jahre wird man ja dann abgeholt. 2024 werden Drohnen zum Mars geschickt, die eine Grundversorgung aufbauen. Ab 2026 soll der erste Mensch rüber, allerdings dann für immer. Da man aufgrund der Physiologie auf der Erde durch sein eigenes Gewicht dann erdrückt wird. Daher One Way. Die 300.000 ist ein symbolischer Wert, da man kein Geld mehr benötigt auf dem Mars. Du kannst nie wieder zurück. Und wer macht das? Also steht schon fest, wer das macht. Macht das vielleicht auch jemand, den man kennt? Ach, also das habe ich noch nie gehört. Das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Man könnte nicht mehr zurück. Doch man könnte wahrscheinlich durch irgendwelche Geräte, oder? Könnte man wahrscheinlich dann doch wieder zurück, wo man dann erstmal eine Weile in Quarantäne leben muss, in diesem Gerät. Damit sich der Körper wieder langsam an die Erde gewöhnt, oder? Oder geht das gar nicht mal so einfach? Da bleibe ich lieber daheim. Ja, Wahnsinn, genau. Ich sag das. Die ersten Deppen, die rüberfliegen, sind sicher die Dienstleister, die alles am Laufen halten, ja. Ah ja, klar, die kriegen auch Motzgeld, was sie nicht mehr brauchen. Gut, geht an die Familie, gell, Wolli? Ja. Straftäter. Das wäre zum Beispiel was, ne? In welchem Film waren das gewesen, wo die Bösen auf einem anderen Planeten waren? War das Man in Black? Man in Black, glaube ich, gell? Da waren doch die Bösen auf einem anderen Planeten. Ich würde freiwillig gehen. Echt Funny Player.
Ohne andere Menschen, ganz allein. Oh ja, ein Bembel hätte ich auch gern jetzt. Wer trinkt hier Bembel? Wenn du auf der Erde 80 Kilo wiegst, wiegst du auf dem Mars nur noch 35 bis 55 Kilo. Dein Körper passt sich an den Mars an und ist ja prinzipiell nichts anderes als damals die Besiedlung von Amerika. Huch, hat er mir das jetzt aus der Hand rausgekauft? Ach nee. Sau interessant, oder? Voll gesoffen auf der Arbeit hocke, das wär's jetzt. Geil. Das wäre mal was Neues, Willia. Vielleicht schmeckt es dein Chef gar nicht. Oder du musst ihm einfach Ahrenbembel anbieten. Lange leben tut man eh nicht auf dem Mars bei der kosmischen Strahlung. Immerhin ist sie 2,5 Mal höher wie hier. Naja, wenn du halt, wie gesagt, wir haben ja auch gestern dieses Mars-Spiel gespielt, wenn du eine Möglichkeit hast, dich vor der Strahlung zu schützen. Weiß nicht, was die Leute sich da gedacht haben, noch irgendwie so als Schutz. Bämbel geht immer, ja, Mann. Tumore sind schon mal vorprogrammiert bei den 300.000 mit inbegriffen. Homeoffice regelt. Bämbel würde gar nicht kennen. Ich schaffe hier in Kölle. Ach so. Ach, und da bist du jetzt Homeoffice zu Hause. Ja, dann kennt ihr das nicht. Dann musst du dem in Köln sprengen. Du trinkst einen Bembel und er trinkt dafür, wie viel? 10 Kölsch? Ist ein Bembel? Geil. Und dazu kommt natürlich die Gefahr, da man 2 Monate zum Mars fliegt, dass man so verstrahlt ist, dass man aussteigt und voller Tumore ist. Ganz ehrlich, wer macht das freiwillig? Und auch nicht mit der richtigen Schutzkleidung, oder was? Oder gibt es richtige Schutzkleidung noch gar nicht? 15 Kölsch sind das. Oha. Vielleicht sollte man mal Matt Damon fragen. Der war ja schon auf dem Mars. Der könnte uns bestimmt was erzählen. So weit ist die Menschheit noch nicht, dass wir uns den leisten können, auf den Mars zu gehen. Ja, aber es ist bestimmt geplant, ne? Dass wir irgendwann übersiedeln. Ja, Mann, 532 Taler. Ist bestimmt geplant. Total Recall. War das Total Recall mit Mars? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Auch schon ewig her. Hab schon gedacht, der will uns ausrauben. So, einmal schlafen. Irgendwann müssen wir, du, ja, vielleicht. Und herzlich willkommen an dich.